Ziel ist es also, zuerst die Dev aufzubauen, okay. Verzeihung. Damit kann ich leben. Indigene Region. Mal schauen. Feindliche Einheiten gesichtet. Wie kann ich so schnell eine Einheit verlieren? Angegriffen. Einheit verloren. Egal. Ich glaube, ich habe das bis jetzt falsch benutzt. Zentrale, bitte kommen. Wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole, wir haben Alien-Kontakt. Ich kann diese Gassen auch zu meinem Vorteil nutzen, stelle ich gerade fest. Das sind doch nichts anderes als urbane Schluchten. Wieso nehme ich nicht einfach... Sagen wir mal, das HQ stellt es hier schön her und baue an diesen ganzen Gassen Verteidigungsmaßnahmen. Einsatzziel erreicht. Es ist ein Experiment, ich sag's wie es ist. Schlachtfeld erweitert. Halt, der muss stehen bleiben. Brauche noch diesen einen zu stören. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, ja, gut soweit. Reaktion. Vernichten Sie alle feindlichen Einheiten. Angegriffen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Einheit verloren. Neues Bonusziel erhalten. Gut, die Bonusziele wissen wir ja. Gut. Das heißt, wir werden das jetzt ein bisschen. Das kann ich natürlich auch die Brücken ganz einfach verteidigen. Das wäre natürlich noch einfacher. Weil die obere Brücke, da sitzen mir viele Truppen. Egal. Erstmal das Drohnenschiff platzieren. So. Das sitzt. Energie. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Energie, Raffinerie. Und dann noch ein paar Einheiten. Nutze ich die Schluchten oder nutze ich sie nicht? Ja, ich nutze sie. Aber trotzdem wird zuerst mal die Brücke zerstört, bevor die ersten Truppen anrücken. Es gibt insgesamt drei Brücken, okay. Bau abgeschlossen. Kaserne. Neue Bauoptionen. Also Portal. Portal. Wird gebaut. It's a portal. Einheit oh verloren. Gott, nein. Die versenkt ihre eigenen. Ich hasse Command & Conquers Wegfindung, ganz ehrlich. Naja, das einzig Schlechte an dem Spiel, was soll das jagen? Wenn es nicht so ein wahnsinnig relevantes Teil wäre, würde ich da ehrlich gesagt sogar feiern, aber es ist... Es ist beim Strategiespiel halt kontraproduktiv, wenn... ja, die Steuerung nicht funktioniert. Da hat sich es relativ schnell ausstrategisiert dann. Schön Bumm machen alle. Na kommt, zerfetzte Typen. Ja, dachte ich mir schon. Wieso dachte ich mir das, hä? Wieso? Wahrscheinlich, weil ich mir hätte denken können, weil das Ding rot war. Ich meine ja nur. Bau abgeschlossen. Du bist jetzt mal ein Sammler.
Jetzt wird geerntet. Gott, bin ich bescheuert. Hey, das ist doch... Egal. Und was wir auch gleich bauen werden, sind das Nervenzentrum und der Gravitationsstabilisator. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Busse müssen weichen. Nicht das Gebäude, die Einheiten dahinter. Gottes Namen. Ich habe langsam das Gefühl, diese Sammler können sich heilen, solange sie im Tiberium sind. Frag mich nicht, wie ich auf diesen irren Gedanken komme. Es könnte natürlich sein, dass die Skrin-Generalis ja mit diesem Zeug befähigt sind, aber es ist nur eine reine Vermutung. Ist ja nicht so, als würde ich das Multiplayer wissen oder so. Was ich ja vorher nicht drauf gedacht habe, würde ich auch gerne wissen, aber mein Gott. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. So, weg hier. Nervenzentrum steht. Zweiter Sammler sammelt. Wird gebaut. Noch ein paar hiervon, noch ein paar davon, noch ein paar hiervon. Brücke steht schon wieder scheiße. Ich brauche noch ein Busanlässt oder Bassanlässt, je nachdem. Ein Putzlernest, keine Ahnung. So, damit hätten wir das. Schade, dass ich noch keine Schlachtschiffe habe, ganz ehrlich. Wird ausgebildet. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Reparatur läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Irgendwie fahren die alle in dieselbe Dingens hier rein. Das finde ich praktisch. Das ist praktischer als Rittersport, ganz ehrlich. Dann kümmere ich mich mal um euch hier. Das, dann das, dann das, dann das, dann das. Wieso wird da dran nicht gebaut? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Einheit befördert. Ach komm, man küsst die MG-Walker hierher. Okay, wir werden hier unten weiter beharkt, das ist aber kein Problem, weil da können wir einfach mit denen hier. Wieso werden die nicht gebaut? Reparatur läuft. Bauarbeiten laufen. Reparatur läuft. Ich will doch nur ein Bassernest, endlich. Finanzmittel transferiert. Also ein Bassernest jetzt irgendwie sowas Gigantisches wäre. Ich finde es krass, wie einfach sich das verteidigen lässt und so. So bin ich da nicht schon viel früher drauf gekommen. Das ist eigentlich so dämlich, dass es genial ist. Ah, ihr wisst, was ich meine. Okay. Planen wir das nächste Angriff-Dingens. Da kann schon wieder Fußtruppen durch. Was wollen die da oben? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Gibt's irgendwie was gratis oder so? Einheit befördert. Los geht's. Holt sie euch! Auf sie mit Gebrüll! Achso, die schreien ja nicht, das sind ja Aliens, scheiße. Aber so ähnlich halt. Ja.
Komm schon, wir müssen ganz schnell diese Brücke killen. Ganz schnell. Schneller. Ja, endlich. Und jetzt ganz schnell den Parlament und Big Ben weg. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Gut, da können sie weiter angreifen, was sie wollen. Das geht schon. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Komm schon. Und Dankeschön. Schön auf Sicherheitsabstand gehen. Sicherheitsabstand lesen, Gentlemen. Wir wollen nicht, dass sie irgendwo runterfallen. Die Brücke ist schon wieder repariert. Ernsthaft? Ach, manchmal nerven die echt. Reparaturdrohnen, um die Fahrzeuge zu reparieren. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie wirklich groß im Einsatz gehabt. Ich weiß nicht, ob die funktionieren. Die Multiplayer sind die nämlich relativ nutzlos. Weil entweder man geht Vollgas rein oder man lässt bleiben. Das ist mir auch irgendwo klar, dass das jetzt kommen muss. Unzureichende Mittel. Wir sollen endlich dieses scheiß Gebäude weg hier. Einheit wird angegriffen. Ach, natürlich nicht. Komm schon. Komm schon. 3, 2, 1, BAM. Dankeschön. Ja, die versuchen es weiter. Die versuchen es einfach blind weiter. Bonusziel erreicht. Wie Finanzmittel transferiert. Finanzmittel transferiert. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter nicht gut. Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Überhaupt nicht gut. Einheit wird angegriffen. Ich mach denen einfach mal das Türchen hier auf. Da kommt ihr noch immer nicht durch. Angegriffen. Einheit befördert. Ladida. Also, Kottenrutsch und so. Ich finde es, wie gesagt, irgendwie scheiße, dass die das relativ schnell reparieren immer. Weil das müsste man verhindern können. Wenn die Flieger schnell genug sind, sind sie natürlich nicht. Scheiße. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Okay, dann ist das erstmal strategischer Rückzug. Welchen Part von strategischer Rückzug hat diese Einheit da hinten nicht verstanden? Weiß man nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich hätte wahnsinnig gerne diesen Wachstumsbeschleuniger, einfach um genug Tiberium sammeln zu können. Das Mistvieh. Ist ja nicht so, als ob du nur noch ca. 300 Credits brauchen würdest. Endlich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wachstumsbeschleuniger. Verdammt wichtig. Erhöht die Tiberium-Regeneration um 100%.